Willkommen zum Ad-Hoc. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Das freut mich. Wie gesagt, ich möchte kurz LFS vorstellen. Ich habe relativ viele Slides. Ich hoffe, ich komme gut durch. Ich werde relativ schnell vortragen und hoffe, dass am Ende noch ein bisschen Zeit für Fragen ist. Ansonsten werde ich die Slides einfach so hochladen mit den Informationen, die drin sind, selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht alles im Detail erwähnen konnte, sodass vielleicht da, dass man da nochmal nachschlagen könnte. Kurz zu mir. Mein Name ist Kai Diefmach, ich wohne momentan noch in Erfurt, bald in Frankfurt. Ich bin Freiberufler, benutze in der Regel Python, Swift, Plum und Django in meinem täglichen Job und bin der Gründer von LFS. Dazu möchte ich euch kurz vortragen, ein paar Zahlen und Fakten, ein paar Live-Shops kurz mal anzeigen, was damit momentan schon erreicht wurde. Kurz auf die wichtigsten Features eingehen, wie entwickeln wir das Ding und was muss ich tun, um vielleicht einzusteigen in die Entwicklung von LFS und noch kurz ein paar Worte zu dem, was wir noch vorhaben. Ja, ich werde auf Lightning, LFS heißt ja Lightning Fast, hört sich ein bisschen komisch an, wenn man die Hintergründe nicht kennt, deswegen möchte ich es kurz aufklären. Im Prinzip hat alles angefangen mit einem kleinen Witz, weil ein Kunde hat einen Shop basierend auf Clone gehabt, der immer größer wurde und so weiter. Der wurde immer langsamer und da gab es ein so geflügeltes Wort zwischen uns. Irgendwann schreibe ich mal Lightning Fast Shop und letztendlich ist es bei dem Namen geblieben. Wir wollen also jetzt nicht irgendwie so angeben oder so, aber so ist es halt entstanden. Aber man kann schon sagen, dass er schnell ist. Und hier kurz ein paar Zahlen. Das ist so ein normaler Surfer bei Hetzner gebucht. Damit ist es also möglich, einen Shop zu bauen, der auch eine gewisse Beanspruchung hat. Also dass man ungefähr eine Seite berechnen kann im Backend von 200 bis 100 Millisekunden. Das Rendering einer Seite ist natürlich abhängig von viel mehr Faktoren, beispielsweise Bandbreite und so weiter und so fort. Das kriegt man in 0,5 bis 2 Sekunden hin. Und hier sind auch ein paar Auswertungen von Google Analytics. Hier sieht man schon, das ist also ein Shop, der ungefähr 20.000 Pageviews hat und eine Seite in einer Sekunde ausliefert, ist laut Google schneller als 90% aller Seiten. Hier ein weiterer Shop, der hat ungefähr doppelt so viele Seiten, gleiche Nummer, also gleiche Ausführungsgeschwindigkeit und die beiden Surfer laufen auf dem gleichen Surfer, die beiden Seiten laufen auch noch auf dem gleichen Surfer. Hier ist ein Shop, der läuft in der Tschechei, von einem befreundeten Entwickler, der mittlerweile auch zum Core beiträgt. Da sieht man, am Anfang hat er Presta-Shop gehabt, nachdem er auf LFS umgestiegen ist, hat er also auf dem gleichen Surfer einen erheblichen Geschwindigkeitszuwachs bekommen. Generelle Zahlen und Fakten zu LFS ist also basierend auf Django, Webframework und Python, deswegen bin ich hier auf der Python, auf der PyCon.de. Zusätzlich noch mit jQuery, mit dem wir die ganzen JavaScript-Geschichten machen. Wird ausgeliefert unter der BSD, ist also eine sehr freie Lizenz, mit der man die Software einsetzen kann, wie man möchte, wenn man das Copyright drin lässt. Die aktuelle Version ist 0.7. Wir haben ungefähr 140 Downloads über alle Versionen und wenn ich mich recht entsinne, sind wir ungefähr 3 Jahre mittlerweile in PyPy vertreten. Wir haben eine Google-Gruppe, an die man sich auch jederzeit gerne wenden kann. Da sind ungefähr 210 Mitglieder. Der Source Code ist Anfang des Jahres, wenn ich mich recht entsinne, sind wir von Bitbucket auf GitHub gewechselt, haben mittlerweile 190 Beobachter, 45 Forks, insgesamt 9 Core-Committers und 8 professionelle Service-Providers, die den Shop soweit einsetzen. Hier sind wir auch noch kräftig am Sammeln, wenn also jemand unter euch ist, der den Shop vielleicht schon eingesetzt hat oder das plant, dann nehmen wir den gerne auf unserer Webseite auf. Es gibt mir bekannte, gut laufende Shops, also ungefähr 40 momentan, die sind aber auf der Webseite getlfs.com aufgezeichnet. Die ganzen URLs und so sind am Ende in den Slides auch nochmal drin, sodass man dann in Ruhe mal vielleicht drüber schauen kann, wenn man möchte. Auf 3 möchte ich kurz eingehen, das ist einmal der Demel-Hugernet, das war der erste Shop, von dem quasi alles ausging. Der hat ungefähr momentan 30.000 eindeutige Besucher im Monat, setzt 1 Million Euro um, hat ein relativ komplexes, eine komplexe Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem, zu Amazon, zu eBay und so weiter. Also aus dem Shop werden Templates für Amazon, eBay und so weiter generiert. Hat mittlerweile eine Mitarbeiterin, die sich rund um, also den ganzen Tag über um den Shop kümmert, was die Entwicklung angeht. Und hier kommen auch wieder
sozusagen Code zurück in den Core. Als weiteres Beispiel, ganz interessant, Anwaltakademie, muss man sagen, ist basierend auf LFS, ist momentan ein bisschen abgespalten davon, aber der Core ist eigentlich LFS. Interessant ist hier, also die verkaufen so Seminare für Anwälte, interessant ist hier, dass die über, also gut über 100.000 registrierte Benutzer haben. Also das heißt, auch hier ist es möglich, eine sehr große Benutzeranzahl abzubilden. Und dann noch als letztes Beispiel, vielleicht Holz im Garten. Was hier ganz interessant ist, hier haben wir eine Schnittstelle zu sofortüberweisung.de geschaffen, die also die vorhandenen APIs benutzt, auf die ich später nochmal kurz eingehe, um halt variable Bezahlmethoden und so weiter einzubinden. Und wir haben auch hier eine angepasste Lieferberechnung, Lieferpreisberechnung, das heißt, je nachdem, welche Produkte und so weiter im Warenkorb sind, kann der Kunde nur noch aus bestimmten Methoden wählen, zum Beispiel Spedition oder DHL oder sowas. Und es berechnet dann auch aufgrund des Gewichts beispielsweise im Warenkorb der Produkte den Preis automatisch. Auch hier basierend auf der API, die angeboten wird, ohne den Core zu verändern. So, das vorweg. Jetzt kurz die wichtigsten Features. Was manchen Django-Entwicklern eventuell ein bisschen befremdlich ist, wir haben ein eigenes Management-Interface. Django selbst bietet ja, wissen sicherlich alle, den Admin, der basierend auf den Klassen und so weiter, also basierend auf allen Modellen, ein eigenes Admin-Interface zur Verfügung stellt. Aber wir waren von Anfang an der Meinung, dass das nicht reicht, so einen komplexen Shop oder so eine komplexe Anwendung wie einen Shop abzubilden. Deswegen eine Admin-Oberfläche, die auch so ein bisschen Ajax-basierend ist und so weiter, also alles ein bisschen flüssiger macht und es leicht zu bedienen macht. Es werden oft irgendwie Anfragen gestellt, ja, wieso nicht der Admin und so. Also ich bin da offen für alles, wenn jemand Lust hat und auch überzeugen kann, dass man mit einem Admin relativ komplexe Applikationen wie diesen Shop halt abbilden kann, dann gerne. Das ist aber nur am Rande. So sieht es aus ungefähr, nur mal kurz, um Eindruck zu gewinnen. Ein paar Bilder, ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Am Ende, wie gesagt, da sind noch ein paar URLs in den Slides, da ist auch ein Link zu einem Demo, den man sich dann in Ruhe im Netz anschauen kann. Wir haben Default Theme, sieht ungefähr so aus, ist relativ einfach gehalten, sodass man es relativ schnell anpassen kann, farblich vielleicht einfach mit ein bisschen CSS oder so. Das ist eine eigenständige Applikation, die könnte man einfach entfernen und seine eigene hinzufügen. Basierend auf Blueprint CSS, ein bisschen veraltet, damals war das so State of the Art oder so. Und Teile von YUI, also diese Yahoo, das Yahoo Framework. Und ja, ist im Prinzip einfach dazu ausgelegt, ohne groß Bilder, also Knöpfe, alles mit Buttons, mit CSS und so, dass man es relativ schnell anpassen kann. Und man sieht auch oft, dass es einfach Shops im Netz gibt, die dieses Theme einfach ein bisschen farblich angepasst haben, um so schnell starten zu können. Das ist ja auch eigentlich immer so das Ziel von LFS gewesen, dass man einen Out-of-the-Box-Shop hat. Installieren, ein paar Produkte reinstellen und dass man dann gleich loslegen kann. Ein paar Worte zum Katalog. Der zentrale Bestandteil eines jeden Shops, hier werden die Produkte und die Kategorien verwaltet. Die Kategorien sind beliebig schachtelbar. Jede Kategorie kann Unterkategorien haben oder halt dann Produkte und ich kann auch hier die Ansicht wählen und ich kann auch noch verschiedene Ansichten pro Kategorie wählen, sei es nun, dass ich die Unterkategorien oder die Produkte anzeigen möchte und hier kann ich auch eigene Templates einbinden, ohne den Core zu verändern. Die Produkte, momentan gibt es drei Produkte, die Standardprodukte mit allen Dinge, die man so vom Produkt erwartet, wie Preis, Bilder, Beschreibungen und so weiter und so fort. Darauf aufbauend gibt es dann die Produkte mit Varianten. Das heißt, ich habe eine Schablone eines Produkts, in dem die Standarddaten eingetragen werden. Und aus diesen Standarddaten kann ich dann Varianten erzeugen. Und in den Varianten muss ich nur die Dinge überschreiben, die quasi abweichend von dem Standardprodukt sind. Das hat sich in der Praxis eigentlich als ziemlich vorteilhaft erwiesen, da man
keine redundanten Daten eingeben muss, wenn man jetzt hunderte von Varianten hat. Darüber hinaus gibt es noch konfigurierbare Produkte. Da sage ich immer, das ist ungefähr so wie, oder da kann man sich halt so eine Apple-Seite oder eine Dell-Seite vorstellen. Man hat einen Computer und konfiguriert den und die einzelnen Eigenschaften dieses Produktes können preisändernd sein. Also das heißt, wenn ich je nachdem, welche CPU ich wähle, ändert sich der Gesamtpreis des Produktes und ich kann also im Backend die Eigenschaften sozusagen, denen kann ich einen Preis zuweisen. Eigenschaften, wir haben auch schon erwähnt, ist ein zentraler Bestandteil im Shop, um Produkte zu erweitern. Also ich kann mit Eigenschaften Produkte erweitern, ich kann einfach Informationen anzeigen. Wenn mir ein Feld an einem Produkt fehlt, könnte ich sagen, ich füge noch ein Feld Farbe an und kann dort einfach die Farbe des jeweiligen Produktes eintragen. Ich kann aus den Eigenschaften Varianten und konfigurierbare Produkte erzeugen. Ich kann auch Filter erzeugen, wenn jetzt ich lege eine zentrale Eigenschaft Farbe an mit verschiedenen Attributen, die dann die Farben, einzelnen Farben repräsentieren. Und dann kann ich also daraus automatisch eine Filter erzeugen lassen, um dann so eine Facette Navigation zu erzeugen. Momentan gibt es also drei verschiedene Eigenschaftsfelder. Das ist einmal ein Auswahlfeld, Dezimalfelder, mit dem ich dann auch Validatoren hinterlegen kann. Ich könnte die Dezimalfelder zum Beispiel auch verwenden, um von dem Kunden noch Daten abzufragen, wie zum Beispiel Länge eines Brettes oder so, keine Ahnung. Und könnte also hier auch Validatoren hinterlegen. Und dann gibt es noch ein einfaches Textfeld, wenn ich das Produkt einfach mit einer Beschreibung erweitern möchte und es so im Core nicht vorhanden ist. Ein weiterer zentraler Bestandteil in dem Shop sind Kriterien. Kriterien sind dazu da, um verschiedene Objekte im Shop gültig bzw. auswählbar zu machen. Und das betrifft momentan Liefermethoden und Preise. Ich zeige das gleich nochmal anhand eines Bildes, da wird es wahrscheinlich etwas klarer, aber das nur vorneweg. Also ich kann also Liefermethoden und die Preise von Liefermethoden mit bestimmten Kriterien belegen. Das heißt also, ist der Kunde in Deutschland, dann biete ich ihm per Nachname an oder sowas. Und das Ganze gilt halt für Liefermethoden, Lieferpreise, Bezahlmethodenpreise, Rabatte oder kundenspezifische Steuern. Das ist also ganz interessant, wenn zum Beispiel in den USA der Shop eingesetzt wird, dann haben die verschiedene Steuern pro Bundesland und so weiter. Da könnte ich dann also Kriterien haben, das sagt im Bundesland, was weiß ich, Kalifornien kommt noch so und so viel Steuern drauf und in New York kommt so und so viel Steuern drauf. Das Ganze ist ab 0.8, wenn ich mich richtig entsinne, pluggable. Das heißt, man kann sich dann eigene Kriterien schreiben und ist dann im Prinzip völlig flexibel. Hier zeige ich das mal kurz. Das ist also der Standard-Bildschirm für Lieferarten. Genau. Und hier sieht man also, wenn die Länge zum Beispiel weniger oder gleich als 200 cm ist, nur dann wird diese Liefermethode dem Kunden auch angezeigt. Und hier hat man also jede Menge Kriterien wie Länge, Breite, Gurtmaß, ausgewählte Zahlungsweise, Land und so weiter. Und wie gesagt, das ist auch pluggable, das heißt, alle Objekte, die dann sozusagen mit diesen Kriterien behaftet sind, kann man dann sehr flexibel steuern. Hier sieht man auch nochmal einen weiteren Bildschirm, nochmal eine weitere Auswahl an Kriterien. Auch nochmal die Lieferanten, okay. Und hier sieht man nochmal, dass man auch Preise für die Lieferanten auf Basis von den Kriterien steuern kann. Das gleiche gilt eigentlich für die Bezahlmethoden. Im Standard ist der Shop vorbereitet momentan für Überweisung, Kreditkarte und Paypal, wobei wir ab der 0.8 Version 0.8 Paypal auch ausgelagert haben als externe Zahlmethode, die dann dazu dienen könnte, als Beispiel, wie man eigene einbringen kann. Und die sind auch, wie im Vorfeld gesehen, oder wie im vorherigen Beispiel mit den Methoden, mit den Lieferarten gesehen, auch kriterienbasiert. Und wie gesagt, man kann auf Basis einer API auch eigene Bezahlmethoden einbinden, wie zum Beispiel Sofortüberweisung, eigene Kreditkartenprovider und so weiter. In den
Ja, also wie gesagt, das ist auch in den Dokumentationen findet man eigentlich, an welcher API man sich halten soll. Meistens ist es so, dass man von der Klasse einfach ableitet oder bestimmte Methoden implementiert und dort alle Daten, die man benötigt, zur Verfügung hat, wie aktueller Warenkorb, Kunde, aktueller Request und so weiter und so fort. Aber das sieht man also in der Doku. Hier sieht man nochmal die Kriterien jetzt auf Basis von Zahlungsweisen. Und ja, wie ich Ihnen schon gesagt habe, die sind einfach erweiterbar mit eigenen Payment-Modulen, zum Beispiel eigenen Kreditkarten-Provider. Ein Beispiel haben wir jetzt Sofortüberweisung, das ist auch veröffentlicht in der PyPI und der LFS underscore Sofortüberweisung. Da kann man mal sehen, wie sowas funktioniert. Das gleiche gilt auch für PayPal. Und hier sieht man nochmal, wie man dann das Modul, das man geschrieben hat, einbinden kann. Neu ist, dass man dann hier eine Selectbox hat. Wenn man jetzt eine eigene Applikation geschrieben hat, dann die sich an die API hält, würden jetzt hier quasi eine Selectbox mit den registrierten Bezahlmethoden hier auftauchen. Ich kann die einfach auswählen und der Kunde mit Kriterien dann wieder belegen, wenn ich das möchte. Und der Kunde hat dann die Möglichkeit, diese Bezahlmethode zu wählen. Und je nachdem, was ich dann hier für eine Art angewählt habe, hier in dem Fall Bank, wird dann auch im Checkout-Prozess diese Information beim Kunden abgefragt. Hier sind nochmal die Preise. Okay, das gleiche gilt für die Liefermethoden. Sorry, jetzt bin ich ein bisschen hier durcheinander gekommen. Das gleiche gilt also für die Lieferarten und für die Bezahlmethoden. Sorry. Kurz zur Marketinggeschichte und der LFS. Da gibt es eigentlich die üblichen Sachen, die man so erwarten würde vom Shop, also Upsales, Cross-Sales und so weiter. Das heißt also, ich kann im Backend Produkte verknüpfen, ähnliche Produkte, also in einem Produkt ähnliche Produkte zuweisen und die werden dann in der Produktansicht dargestellt, im Standard hier rechts in so einem Portlet, sodass der Kunde dann weiß, es gibt ja noch verschiedene andere ähnliche Produkte. Das Ganze kann ich auch automatisiert machen auf Basis von einem Tag-System, aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Also hier wäre das manuell. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, nämlich Zubehör an Produkten zuzuweisen. Hier zum Unterschied, da würde dem Kunden am Produkt nochmal das zugewiesene Zubehör angezeigt. Und er ist also in der Lage, beim Anlegen sozusagen das Zubehör gleich auszuwählen und in den Warenkorb zu stellen. Hier kann man das gut sehen. Im Warenkorb kann ich hier noch das Zubehör dazulegen. Kürzlich besuchte Produkte wird automatisch von LFS registriert und wird dem Kunden angezeigt, auch im Portlet. Dann Topsellers, das heißt auf Basis von Bestellungen wird dem Kunden automatisch die bestellten Produkte angezeigt. Es gibt Gutscheine, das heißt, ich kann mir Gutscheincodes erzeugen, die den Kunden per Mail zusenden und dann kann er das in ein Gutscheinfeld eintragen und kriegt dann halt die entsprechenden Rabatte. Es gibt noch Rabatte, Mengenrabatte oder Rabatte auf Basis von Daten, also Datum, Sommerrabatt, Winterrabatt und so weiter. Alles basierend wieder auf Kriterien, also relativ flexibel. Es gibt Bewertungen mit Sternchen und Texten. Es gibt ein paar SEO-Features, die im Prinzip nichts Besonderes sind. Einfach das, was man erwarten würde. Wohlgeformte, beschreibende URLs, flache URLs, dann automatisch generierte XML-Sitemap und so weiter und so fort. Und auch eine automatisch generierte Produkt-Sitemap. Google Analytics ist vorbereitet. Und es gibt noch ein paar CMS-Features, zum Beispiel einfache HTML-Seiten, die ich erzeugen kann und die dann in Menüs angezeigt werden, in denen ich ganz normal ein bisschen HTML eintragen kann, das durchsuchbar ist. Also auch so, dass man jetzt nicht noch ein weiteres System installieren würde, aber halt auch nichts Großartiges mit verschachtelten Seiten oder so. Es gibt Portlets, manche von Blown, man mag das kennen, man kann links und rechts zu den Hauptseiten einfach Informationen anzeigen.
Hier in dem Fall sieht man ja, es sind entweder einfache Texte oder persönliche Beratung oder das Menü. Das ist auch erweiterbar. Es gibt nochmal statische Blöcke, wo ich zentral einfach ein bisschen HTML-Schnippel sozusagen verwalten kann und die dann an Produkten, Kategorien anhängen kann. Es gibt Aktionen, damit würde ich sozusagen die Menüs erzeugen oder die Footer oder Untermenüs wie hier oder wieder ein Footer hier. Da hat der Kunde die Möglichkeit, einfach ein paar Links einzutragen, ohne großen HTML-Code zu machen. Und ich glaube, dafür ist jetzt leider keine Zeit mehr. Tut mir leid, also viel wäre es auch nicht mehr gewesen. Es sind noch so ein paar Field und Navigation, Lagerverwaltung ist drin, Lieferzeiten sind drin. Es gibt einen One-Page-Checkout für registrierte und unregistrierte Benutzer. Und dann wollte ich eigentlich noch ein bisschen auf die Entwicklung eingehen. Aber das kann man auch einfach nachlesen und kann sich einfach bei uns in der Gruppe melden oder im IRC-Channel, den man am Ende, den ich am Ende nochmal aufgeführt habe und die Folien nicht auch hochladen werde. Und hier sind wir jederzeit auch ansprechbar gerne. Okay, herzlichen Dank. Fertig, oder? Ja, vielen Dank. Es gibt Fragen. Zwei Fragen, um Ihren Stopp auf Features abzuklopfen. Wie sieht das aus mit Internationalisierung? Also nicht nur, dass die GUI selbst übersetzt ist, sondern dass ich für ein Produkt mehrere Sprachen angeben kann? Da gibt es ein Add-on, das momentan auch in der Entwicklung ist. Es gibt einen Shop, der das mittlerweile schon in der Produktion hat. Und da gibt es auch einen Thread in der Gruppe dazu. Ich selbst habe es nicht entwickelt, aber befreundete Entwickler oder auch Committer haben es zur Verfügung gestellt. Das basiert auf einem Standard-Django-Produkt, ein bisschen angepasst. Und also da sollte man am besten schaust du mal in die Google-Gruppe rein. Da gibt es wie gesagt einen Thread und dort ist es erklärt. Und ja, und der Entwickler ist auch immer online, wenn ihr jemand dazu fragen willst. Also es ist kein Cross-Feature. Bitte? Es ist auf jeden Fall kein Core-Feature und es wird wahrscheinlich auch kein Core-Feature werden, da ich einfach diese Komplexität nicht im Core haben möchte. Okay. Zweite Sache, die mich sehr brennend interessiert, wie sieht es aus mit Subscriptions? Also Abo-Modelle. Abo-Modelle gibt es momentan noch nicht. Ich habe auch noch drei Fragen zu Features. Das eine ist es möglich, Produkte zu definieren, die abhängig davon sind, ob man auch ein anderes Produkt im Warenkorb liegt, ob man die überhaupt auswählen kann, jetzt in den Kriterien? Nee, gibt es noch nicht. Dann kann man mehrere Bewerbungen nutzen, also wenn man zum Beispiel einen Shop hat, der mal in Euro, mal in Dollar abrechnet. Nee. Gibt auch nie. Und dann wäre interessant, was möglich ist, wenn man zum Beispiel so einen Warenkorb bestellt, wenn man zum Beispiel mit irgendwelchen Dienstleistungen handelt, die jetzt nicht irgendwie geliefert werden, ob man dann so eine Art Prozess dahinter hängen kann, mit dem man danach den Checkout sozusagen irgendwie das System anstößt oder sowas. Ja klar, also es basiert halt auf den Django Core Features, also, es gibt ja diese, wie nennt sich das, Subscriber und Events, nee, wie heißt das? Signals, genau, Signals und Subscribers. Und hier gibt es einige LFS-spezifische, die sagen, okay, Bestellung empfangen sozusagen. Und dann könnte man einfach ein kleines Programm schreiben, das dieses Signal abfängt und dann irgendwas tut. Okay. Ohne dass man also, das heißt, man koppelt. Weitere Fragen? Wenn nicht, mich würde interessieren, welche Schnittstellen angeboten werden für Pflege von Daten? Momentan gibt es keine vordefinierten Schnittstellen oder sowas. Ne? Letztendlich kann man ja mit dem Django-Model könnte man irgendwelche CSV-Dateien auslesen und dann Produkte erzeugen. Und wir arbeiten aber an einer REST-Schnittstelle. Eventuell könnte die dafür herhalten. Ja? Keine Ahnung. Aber gibt es jetzt momentan nichts Vorbereitetes, wo man jetzt sagen könnte, ich habe einen Magento-Shop und ich möchte da gerne meine Produkte importieren.